Du willst auf YouTube erfolgreich werden und viele Klicks bekommen und du weißt nicht wie? Ich kann dir da ein paar Tipps geben. Auf jeden Fall schon mal nicht mit dieser Soundqualität. Ich bin immer noch im Umzug, deswegen hört sich das hier an, als wäre ich in einer Kirche. Lieber Gott. Aber du könntest zum Beispiel ein 10-Arten-Video drehen. Das ist gerade total im Trend, jeder dreht ein 10-Arten-Video. Deswegen drehe ich für dich ein 10-Arten-Video, wie du ein 10-Arten-Video drehen könntest. Mit so Themenvorschlägen und so. Gott, bin ich individuell und einfallsreich. Kopiere 1:1 einen anderen YouTuber. Damit hast du Erfolg. Fangen wir direkt an mit den Stalkern. Sie kennen den Star in- und auswendig. Sie wissen alles über ihn. Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, Lieblingsstadt. Ist für sie Standardwissen. Das wird ein ganz gutes Video, ich spüre das. Denke dir ein 10-Arten-Video über ganz alltägliche Situationen aus. So kann sich wirklich jeder Zuschauer mit dir identifizieren. Hä? Gebe hilfreiche Tipps und sei so authentisch wie möglich, damit der Zuschauer dich mag. So. Und das ist ein weiterer Look, sich für die Schule zu schminken. Ach, das ist gar kein Lippenstift. Oh, das ist ein Nagellack. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr den Pimp My Shrimp trotzdem benutzen. Das schmeckt ganz eklig. Versuche doch, ein cooles 10-Arten-Video zu drehen, damit die Zuschauer auf dich abfahren. So, jetzt zeige ich euch 10 Swags, wie ihr euren YOLO rauslassen könnt. Kommt mit. Oder drehe dein 10-Arten-Video an einer ganz besonderen Location. Herzlich willkommen zum Video 10 Arten, wie man am besten vom Dach fällt. Huh, fast echt gefallen. Sei anders als die anderen, denn Kreativität zahlt sich aus. Wage etwas und spreche Themen an, über die sich sonst keiner zu sprechen traut. So, und ich sitze jetzt im Schrank, weil meine Eltern sollen nicht wissen, dass ich so ein Video drehe, weil das ist ja schon auch ein ganz schön heikles Thema. Also die erste Möglichkeit zu popeln ist ganz normal, dann nimmt man den Zeigefinger und macht so. Dann gibt es noch den Überkopfpopler, das ist ein bisschen schwierig, da muss man das Loch erstmal finden. Und dann gibt es noch den Typen, der beide Daumen nimmt, das sieht dann ungefähr so aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Oder mach einen auf Öko, das verkauft sich auch immer gut. Das ist super wichtig, dass ihr das auch draußen macht, ne? Damit die Chakren einfach fliegen können. Ne? Da fliegen meine Chakren. Tschö. So kann man seine Chakren auch in Einklang bringen. Versteht ihr? Wegen Einklang. Wegen Klangschale. Oder du drehst es einfach so minimalistisch wie möglich. Oder du drehst halt einfach ein 10-Arten-Video, ein 10-Arten-Video zu drehen. Das ist überhaupt nicht individuell, überhaupt nicht lustig. Wie dem auch sei, ich hoffe, für dich war ein Videovorschlag dabei. Jetzt musst du das natürlich nachdrehen und mir dann schicken, damit ich dich dann auslachen kann. Tschüss! Hier sehen Sie, dass Tommy, wie es sich versucht, aus dem Dachfenster zu hieven. Hi! Bah, ekelhaft, dieser Lippenstift, bah, voll am eklig schmecken. Ich zeige euch heute ein 10-Arten-Video, wie ihr ein 10-Arten-Video drehen könnt. Ne, der Anfang ist komplett doof, den lasse ich komplett weg, glaube ich. Das kann ich vergessen. Machen wir einfach einen Schnitt. Doch kein Haarschnitt! Hab ich dann Puppel? Get out! Auf jeden Fall müssen die Ohren rausgucken, das ist wichtig. So mache ich das immer mit Videos, die mir geschickt werden. Macht's gut! Bei Toa Ling Ling, der hat voll viel mehr Perücken, ey, bah, ist der verrückt oder was? Ich drehe ja auch regelmäßig Videos auf dem Dach. Das nennt sich dann Dachvlog. Habe ich mal in der Infobox verlinkt.